Eigentlich sollte das Netzrauschen ja in Berlin stattfinden, das ging leider nicht. Jetzt haben wir Sie aufgestöbert in Straßburg, Beatrix von Storch, Mitglied des Europäischen Parlaments, wo wir hier auch gerade sind, und Vizechefin der Alternative für Deutschland, Frau von Storch. Wir beginnen mit 5 Fragen. Homöopathie oder Schulmedizin? Bei Beinbruch würde ich sagen Schulmedizin und sonst auch gerne Homöopathie. Torte oder Stulle? Torte essen, Stulle essen, aber nichts davon ins Gesicht. Ted Cruz oder Donald Trump? Oh, ich würde sagen, weder noch. Möglicherweise wird einer der beiden amerikanischer Präsident, dann müssen Sie sich entscheiden. Ich muss mich nicht entscheiden, das ist ja Sie eine demokratische Entscheidung der Amerikaner. Ja. Weder noch. Also Hillary Clinton? Nein, auch nicht. Gut, dass Sie in den USA kein Wahlrecht haben. Ich wüsste gar nicht, was Sie sagen sollen. Die NPD, sollte sie verboten werden oder sollte sie nicht verboten werden vom Bundesverfassungsgericht? Das ist Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, gerne. Ja gut, jetzt kann ich Herrn Voskuhle ja nicht fragen, aber dazu haben Sie vielleicht eine Meinung. Ja, wenn das Verfassungsgericht feststellt, dass sie verfassungswidrig sind, dann muss sie verboten werden. Gut, ist klar. ARD oder ZDF? Keine GZ. Keine GZ, also keine GZ-Gebühren. Gar nicht mehr ARD und ZDF. Auf jeden Fall nicht zwangsfinanziert. Aber Sie wissen schon, dass das auch verfassungsrechtlich in irgendeiner Weise festgelegt ist, das duale System zwischen den privaten und den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern. Ich glaube, wir sind gut bedient mit ganz vielen privaten Sendern. Na gut, selbst wenn Sie jetzt beim Öffentlich-Rechtlichen auftreten. Schauen wir mal ins Netz. Sie sind ja so etwas wie eine Hashtag-Queen. Sie polarisieren auch im Netz. Da gibt es den Hashtag Mausrutscher oder totaler Krieg. Macht Ihnen das Spaß? Kommen Sie damit klar oder ärgern Sie sich auch manchmal darüber? Über Mausrutscher ärgere ich mich nur deswegen, nicht weil es nicht lustig wäre, sondern weil ich nie gesagt habe, dass ich auf der Maus ausgerutscht bin. Das ist einfach eine falsche Meldung gewesen. Totaler Krieg ist totaler Krieg und das finde ich gefährlich. Tortaler war das aber. Ja, Tortaler. Das kleine R hört man schnell weg. Aber eigentlich ist Ihre Partei ja sehr internetaffin. Ich sage mal, ein Teil des Erfolgs lässt sich auch mit erfolgreicher Netzarbeit erklären. Also generell sind Sie aber schon mit dem Netz, kommen Sie gut klar. Und was da so alles passiert, ist ja nicht alles positiv, das geht für Sie in Ordnung. Es wird im Internet viel anonym gepostet und es wird auch viel Unsinn gepostet von vielen Menschen. Auch von eigenen Parteimitgliedern? Natürlich, das ist keine Frage, von vielen. Man kann es nicht immer genau zuordnen, insofern darf man es nicht überbewerten, aber es ist natürlich ein wichtiges Medium, das ist keine Frage. Etwas, was Sie sicherlich mehr erfreuen wird noch, sind die Umfragewerte für Ihre Partei für den kommenden Sonntag. 3 Landtagswahlen, 2-stellig auf jeden Fall in Sachsen-Anhalt, vielleicht 19%. Haben Sie überhaupt für die vielen Mandate, die Sie jetzt da ergattern werden, genügend kompetente Leute, die das auch gut machen können? Wir haben bestimmt genügend gute Leute, aber unsere guten Leute brauchen auch noch die Zeit zu lernen. Ich glaube, das ist klar. Jeder, der anfängt mit parlamentarischer Arbeit, der ist bei uns neu. Wir haben eben wenige Politprofis, die angefangen haben. Auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das bedeutet für einen Politiker, das wissen Sie selbst, eine Menge Aufwand. Weil interessanterweise gehen Sie darauf ja auch ein, in einem Wahlwerbespot in Sachsen-Anhalt für die AfD. Den gucken wir uns mal an hier. Wir arbeiten beide Vollzeit. Wie soll ich mich da noch ums Kind kümmern? Die AfD ist für den Erhalt von Schulen in ländlichen Regionen und will das Angebot an Kita-Plätzen ausbauen. Ja, das ist ja ein traditionelles Familienbild eher. Das propagieren Sie ja auch. Kann man damit Politiker werden, Politikerin? Also die Politiker, die sich bei uns einsetzen, werden sich auch voll einsetzen. Natürlich ist das ein voller Job, aber die werden sich eben auch dafür einsetzen, dass wir den Wert der Familie wieder herausstreichen und dass wir auch die Arbeit, die in der Familie geleistet wird, wieder wertschätzen. Es könnte ja noch sehr viel mehr Arbeit auf die AfD eines Tages zukommen, Stichwort Regierungsverantwortung. Nun hat Ihr erfahrener Parteifreund Alexander Gauland gesagt, also Regierungsverantwortung wäre für uns tödlich. Ich übersetze das jetzt mit: Opposition ist richtig geil. Nein, Herr Gauland hat gesagt, dass wir noch Zeit brauchen, um Regierungsverantwortung übernehmen zu können. Wir wollen uns nicht einbilden, dass wir ankommen und schon alles können. Auch wir brauchen Zeit, um zu lernen. Und zunächst mal braucht dieses Land wieder eine Opposition, die fehlt. Aber natürlich wollen wir irgendwann Regierungsverantwortung übernehmen. Und eine Bundeskanzlerin Beatrix von Storch ist da auch denkbar. Nach oben sind keine Limits. Flüchtlingspolitik, ein wichtiges Thema, das die AfD auch groß gemacht hat. Im Moment sehen wir auch Bilder aus Idomeni, da an der griechisch-mazedonischen Grenze. Da 13.000 Menschen, glaube ich, viele Familien mit kleinen Kindern, vegetieren da im Schlamm dahin. Rührt Sie das an? Natürlich, das rührt jeden an, der menschlich denkt und fühlt.
Und wir sehen nur die Verantwortung für solche Bilder auch bei Frau Merkel, denn Frau Merkel hat in die Welt das Signal gesendet, ihr könnt euch alle auf den Weg machen und ihr könnt alle zu uns kommen. Und wir müssen feststellen, es können nicht alle zu uns kommen, weil wir nicht allen helfen können bei uns. Wir müssen vor Ort helfen. Und aber denen müssen wir jetzt helfen, die da vor Ort sind und möglicherweise auch dann hierher bringen. Vor Ort helfen. Vor Ort helfen, um das Signal auszusenden, es können nicht alle zu uns kommen. Wenn wir weiterhin dieses Signal aussenden, und das tut Frau Merkel, dann werden diese Bilder noch schlimmer. Es gibt noch andere Signale hier im Europäischen Parlament. Sie sind Mitglied der Partei EKR, Europäische Konservative und Reformer. Da sind die britischen Tories drin, die wahren Finnen. Und die Fraktion möchte Sie jetzt ausschließen hier aus dem Europäischen Parlament. Sie und Markus Pretzel, die beiden letzten verbliebenen AfD-Mitglieder im Europäischen Parlament, gehen Sie freiwillig? Es gab einen Antrag, uns auszuschließen, und der Antrag hatte keine Mehrheit. Deswegen wurde der Antrag zurückgezogen. Es gibt diese Beschlusslage nicht. Und wir sehen keine Veranlassung, dem nachzukommen. Deswegen, es gibt keine Mehrheit für den Ausschluss. Mhm. Und deswegen wurde das. Also wenn es jetzt eine Abstimmung gibt, dass Sie rausgeworfen werden, die werden Sie nicht verlieren. Diese Abstimmung sollte gestern stattfinden. Und diese Abstimmung wurde deswegen zurückgezogen, weil man vorher festgestellt hat, dass nicht ausreichend Stimmen vorhanden sind. Also zumindest hat es bei EKR, so heißt die Fraktion, Konservative und Reformer im Europäischen Parlament, gerauscht. Ja, und mit dem Netzrauschen ist es jetzt hier auch vorbei. Dankeschön. Dankeschön.